Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8 für die PS1. Im letzten Part haben wir Ifrit in der Feuergrotte besiegt und damit die GF für uns gewonnen. Und ja, jetzt geht's zurück in den Balamgarten. Gute Arbeit! Vor der Prüfung solltest du noch etwas wissen. Was war das noch? Ich bin ein schlechter Lehrer, ich weiß es nicht mehr. Die Aufzucht von GF, die Aufzucht von GF, daran solltest du immer denken. Ah, danke, mache ich schon die ganze Zeit. Wie züchtet man GF? Naja, also, wenn ein Papa GF und eine Mama GF sich ganz, ganz doll lieb haben. Okay, ich glaube, das ist nicht gemeint. Der GF-Level steigt durch EXP, Erfahrungspunkte. Mhm. Genauso funktioniert das. Abilities hingegen erlernen die GF durch AP, Ability-Punkte. Was sind EXP und AP? EXP bekommt man durch Kämpfe. Der GF-Level steigt dabei automatisch. AP bekommt man ebenfalls nach Kämpfen. Welche Abilities dadurch erlernt werden, hängt jedoch vom Spieler ab. Daher sollte der Lernprozess gut überlegt sein. Wir schauen uns den Lernprozess Schritt für Schritt an. Och nee. Sobald man im Menü den Punkt GF auswählt, erscheint eine Liste der verfügbaren GF. Ja. Wenn man zum Beispiel Shiva auswählt, werden die Leistungswerte von Shiva angezeigt. Hier werden Verhältnisse zum Charakter, Level und andere Parameter aufgelistet. Durch die Auswahl Lernen erscheint eine Liste mit den Abilities von Shiva. Die Fähigkeiten in Weiß, zum Beispiel Stärke K, sind Abilities, die Shiva bereits erlernt hat. Die in Grau wie Körper-K hingegen welche, die noch nicht erlernt worden sind. Die erste Zahl neben der grauen Ability zeigt die bisher gesammelten AP. Die nächste Zahl zeigt die benötigten AP, um diese Ability zu erlernen. Ja, deswegen steht da ein Schrägstrich. Die Werte neben Körper-K besagen, dass man bisher 0 von 50 benötigten AP gesammelt hat. Um zum Beispiel EL-Angriff-K zu erlernen, bewegt man den Cursor auf EL-Angriff-K und bestätigt die Auswahl. Ganz toll. EL-Angriff-K wird anschließend von Shiva erlernt. Die danach erworbenen AP werden für die Ability EL-Angriff-K gesammelt. Sobald die benötigte AP... von 160 erreicht ist, eignet sich Shiva diese Ability an. Nachdem eine neue Ability erlernt worden ist, wird eine andere als die zu erlernende Ability festgelegt. Welche Ability neu hinzukommt, hängt stets davon ab, welche zuvor erlernt wurde. Die Reihenfolge des Lernvorgangs beeinflusst die GF-Leistung. Daher ist es empfehlenswert, immer in diesem Menü selbst die zu erlernende Ability auszuwählen. Ja, das stimmt. Da hat das Tutorial mal recht. So viel zur Aufzucht von GF. Viel Erfolg! Dankeschön. Ab in den Zimmer und hinein in die Uniform. Wir treffen uns in der Eingangshalle. Jo, das machen wir. Mann. Naja. Dann wollen wir doch mal auf unser Zimmer und uns umziehen. Los. Schneller, Mahnsquall, du bist so eine lahme Ente. Was ich hier im Eingangsbereich sehr schön finde, ich weiß nicht, ob ich das in der ersten Folge schon erwähnt hatte, ist, dass man wirklich nur durch die Barrieren durch kann, die dafür vorgesehen sind. Das heißt, ja, ich bin jetzt gerade wieder rausgegangen, das ist blöd. Moment.
Das heißt, nur wo, hier, wo in steht, kann ich auch wirklich durchlaufen. Durch den Weg da rechts oder durch den Weg links könnte ich nicht laufen. Gut, jetzt, wo die Schranke hier offen ist, kann ich hier natürlich auch nach draußen durch. Aber ja, ich muss halt wirklich explizit durch den richtigen Weg gehen. Was ich ziemlich schön finde. Ja, ich meine, man hätte es natürlich auch anders machen können. Aber ich finde die Idee ziemlich gut. So, weil man muss sich ja auch mal an Regeln halten, ne? Gut, dann gehen wir mal in unser Quartier. So. Die Uniform. Ja, okay, ziehen wir uns um. Wir können gerade sonst eh nichts Sinnvolles machen. Das heißt, wir könnten ein wenig Karten spielen, aber das mache ich später und wahrscheinlich offscreen. Wobei, ich werde euch das Kartenspiel auf jeden Fall erstmal zeigen und danach mache ich das dann offscreen. So, was die dann hier nebenbei quatschen, ist mir ziemlich egal. Und wir werden automatisch zur Eingangshalle portieren. Squall! Squall! Ich frage mich zwar jetzt, warum ich von der Seite komme. Aber egal. Hier ist die Zusammenstellung für den Testeinsatz. Du bist zusammen mit Xeldinst. Das ist der etwas lebhafte Typ. Der nervt nur herum. Können wir die Zusammenstellung ändern? Das geht nicht. Xeldinst. Ja. Der etwas lebhafte Typ, hä? Jo, wir sind zusammen. Cool. Wobei, er braucht eine andere Stimme. Egal. Da mir das jetzt sicherlich nicht Quistis erzählt, das glaube ich zumindest nicht, auch bei Xel lassen sich Einstellungen im Statusmenü vornehmen. Wenn man im vierten Fenster die Duellfunktion auf einstellt, werden seine Kombos automatisch ausgeführt. Die angewandte Spezialtechnik wird dabei zufällig ausgewählt. So viel zu Xels Spezialtechnik. Ja. Wie auch immer, ne? Du scheinst ja mit Cypher nicht auszukommen. Heute früh hast du dich mit ihm gestritten und abgelost, oder? Das war kein Streit. Wir haben trainiert. Das glaubst nur du. Cypher will dich doch nur ärgern. Du darfst dich nicht provozieren lassen. Was geht dich das an? Hört mal. Der Cypher, er ist euer Truppenführer. Truppenführer? Er? Och nee. Keine Änderung möglich. Wie es schon sagt, bevor gefragt wird. Cypher, bist du hier, Cypher? Die Leibgarde Fujin und Raijin, der komplette Ordnungsdienst. Du bist der Truppenführer, viel Glück. Du bist die Treppe. Ich mag es nicht, wenn man mir viel Glück wünscht. Glück brauchen nur Leute, die nichts taugen. Verstehe. Viel Glück, Cypher. Setzt Quistis auf die Liste. Die Liste, was da wohl drin steht. Okay, Leute.
Ihr seid der B-Trupp. Ich bin der zuständige Ausbilder. Achtet auf Teamwork und zieht die Prüfung erfolgreich durch. Teamwork bedeutet, dass ihr mir nicht in die Quere kommt. Das ist die Regel Nummer 1 des B-Trupps. Vergesst das nicht, klar? Ja, ja. Sind alle beisammen? Schön, ja, schön Sie zu sehen. Ich bin Direktor Sid. An dieser Prüfung nehmen 12 Personen teil, aufgegliedert in Trupps A bis D. Der Ort, wohin Sie sich nun begeben, ist ein reelles Schlachtfeld. Die Kämpfe sind ebenso real. Eine Welt, wo Leben und Tod, Sieg und Niederlage, Ruhm und Schmach dicht beieinander liegen. Das alles wird Sie begleiten. Eine Welt, die Sie bisher noch nicht erlebt haben dürften. Nun, empfindet jemand Furcht? Es werden 9 reguläre Seeds teilnehmen. Auch wenn sie nicht überleben sollten, werden die Seeds die Mission erfüllen. Diesbezüglich brauchen sie sich also keine Sorgen zu machen. Die Spezialeinheit Seed, der Stolz des Balamgarden. Lernen Sie von ihnen und befolgen Sie deren Befehle. Bestehen Sie die Prüfung. Sie müssen uns davon überzeugen, dass Sie als Seed geeignet sind. Ja. Es wird langsam Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt zum Parkplatz gekommen sind, weil dafür sind wir eigentlich die vollkommen falsche Richtung gelaufen. Aber gut, meinetwegen. Man muss den Garn ja nicht logisch aufbauen, ne? Man macht das einfach irgendwie, wie man gerade Bock drauf hat. Das wird schon passen. Bestimmt. Hey Squall, zeig mir deine Gunblade. Komm nur einmal. Bitte, bitte, bitte. Okay, okay. Ich hab verstanden. Du bist eine pingelige Sau. Genau das bist du. Hey, sag doch etwas. Was denkst du dir überhaupt? Nichts. Nerv hier nicht rum. Hasenfuß. Was hast du gesagt? Das reicht jetzt. Du bist es. Und wer war das Mädchen auf der Krankenstation? War da jemand? Mir ist niemand aufgefallen. Ist irgendwas passiert? Nein, nichts. Grandios. Mein Team besteht aus einem Hasenfuß und einem Gigolo. Ich glaube, Quistis bekommt Kopfschmerzen. Ach, schön.
Schön, schön, schön. Steuern von PKWs. Ja. Ich hasse die Fahrzeugsteuerung in diesem Spiel. Wir versuchen mal so in etwa auf der Straße zu bleiben. Es funktioniert sogar ganz gut, Mensch. Na denn, rein nach Balamstadt. Schönes Örtchen, muss ich sagen. Also, bis auf hier die Kampfschiffe. Da ist das Schiff. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hast du etwas Schieß? Ihr seid die Letzten. Steigt ein. Tempo. Enttäusch mich nicht. Ja, ja. Beilung, Beilung. Sehr gut. Na los jetzt. Beil dich, Squall. Ich war vor dir. Ich musste stehen bleiben. Nur damit du meckern darfst. Mann. So, dann wollen wir hier einfach rein. Und dann fahren wir zum Einsatzort. Hi, Christus. Das hier ist der Betrop. Hallo. Das wievielte Mal, Cypher? Ich mag halt Prüfungen. Erläuterung der Lage und die Missionsbeschreibung. Ich kotze die Stimme jetzt schon an. Fuck, egal. Setzt euch! Der Auftraggeber ist das Dolet-Parlament. Der Auftrag wurde vor 18 Stunden an die Seeds weitergeleitet. Dolet wird seit 72 Stunden von den Galbadianern angegriffen. 49 Stunden später hat Dolet die Innenstadt aufgegeben. Zurzeit befinden sie sich in den Bergen und reorganisieren ihre Truppen. So viel zur aktuellen Lage. Jetzt kommt die genaue Missionsbeschreibung. Die Galbadianer planen jetzt die komplette Beseitigung der Dolitschen Restverbände. Wir werden am Luptan-Strand anlegen. Wir beseitigen die Galbadianer und befreien die Innenstadt. Wir, die Seeds, werden uns in der Zeit auf eine feindliche Gegenoffensive vorbereiten. Nun, was müssen wir machen? Die Seed-Anwärter sollen den Stadtbereich säubern. Eine wichtige Aufgabe. Langweilig. Wir müssen also den Müll beseitigen, hm? Ach ja, das versteht sich zwar von selbst, aber ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität. Vergesst das nicht. Wir werden bald anlegen. Gleich nach der Landung beginnt der Kampf. Bereitet euch gut vor. Das war's. Wendet euch an Quistis, wenn ihr noch Fragen habt. Was mache ich jetzt? Sprechen wir mal mit Quistis. Was ist Squall? Wovon war die Rede? Ich werde es kurz fassen. Unsere Aufgabe ist es, die Galbadier-Soldaten zu beseitigen. Ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität. Ihr müsst dann sofort zum Strand zurück. Hör mir gut zu. Wir sollen in Dolet die Galbadianer niedermetzeln.
Folge einfach meine Befehle, das ist alles. Okay. Erster Einsatz, aufregend. Mach ja nicht in die Hose. Ich höre wohl schlecht. Scheiß Kerl. Okay, genug geredet. Wir sind gleich da, macht euch bereit. Verstanden. Ja. So, Squall, schau nach, was dir draußen abgeht. Verstanden. Du hast es begriffen, ich bin schließlich der Truppenführer. Ja, ganz toll. Mensch. Super Truppenführer. 10 oder 10. Would für again? Das klingt falsch. Ich habe nichts gesagt. Der B-Trupp ist für den Marktplatz zuständig. Vor einem Kampf solltet ihr checken, ob die GF gekoppelt sind, die GF gekoppelt sind. Wir gehen. Jo, das machen wir, nachdem wir die GF gekoppelt haben. Denn das war ein ganz guter Hinweis. Was wir aber machen. Xel bekommt einfach alles, was Christus hatte. Und dann passt das. Cypher ist mir vollkommen egal. So, er darf zwar nicht sterben, weil das gibt sonst wieder Punktabzug. Aber das passt schon. So, eine Sache, die hier ein bisschen fies ist. Die stehen hier alle rum. Ich darf aber nicht mit denen sprechen. Gibt auch Punktabzug. Ich darf nur mit Leuten aus meinem eigenen Trupp sprechen. Yay. Aber ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.